Bürger wehren sich. Die Landesregierung hat den Bürgerdialog zur Kreisgebietsreform für beendet erklärt. Unterlagen mit Argumenten zur Verwaltungsreform sind bereits beim Landtag eingegangen. Oberbürgermeister und Bürger der kreisfreien Städte kritisieren das Vorgehen. Die Stellungnahmen seien unvollständig und bilden keine Entscheidungsgrundlage. Kinder im Hörsaal. Wie helfen Pferde den Menschen, gesund zu werden? Das war das Thema der Kinderuni zum Start des Sommersemesters. Hypotherapeutin Dr. Sirun Kapp erklärte den kleinen Pferdefans, wie ihre Lieblingstiere dazu beitragen können. Ob Ergotherapie oder sogar beruhigende Psychotherapie, mit Pferden ist so einiges möglich. Vom Aussehen bis hin zur Anatomie erklärte die Referentin alles rund ums Pferd. Veranschaulicht wurde das Ganze mit vielen Bildern und sogar Kokosnüsse kamen zum Einsatz. Als Besonderheit wird die Kinderuni am Sonntag nochmal auf Deutsch und Arabisch stattfinden. Vorzeigeprojekt an Cottbuser Schule. Das Max-Steenbeck-Gymnasium ist für seine Erasmus-Plus-Schulpartnerschaft ausgezeichnet worden. Der Pädagogische Austauschdienst und das Bildungsministerium haben es zum Projekt des Monats ernannt. Die Europäische Kommission fördert es mit rund 29.000 Euro. Das Steenbeck-Gymnasium steht im Austausch mit 6 europäischen Schulen. So sollen die Schüler den Arbeitsmarkt und die Studienmöglichkeiten in ganz Europa kennenlernen.